Tag. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir deinen besten Tag. Ich wünsche dir jeden Tag deinen besten Tag. Du meinst, wünschen kann man sich das eh. Aber das geht sowieso nicht. Wer sagt das? Stell dir einmal vor, du stehst am Morgen auf. Voller Energie aus dem Bett, nicht einmal der Wecker hat leiden müssen. Auf dem Weg ins Boot performst du schon deine ersten Tanzschritte. Dann rein in die Dusche, es ist wohlig warm, du fühlst dich richtig wohl. Das Gesicht, das dir aus dem Spiegel entgegenlacht, schaut gar nicht so schlecht aus. Du ziehst dich an, fisch, gar nicht blöd, passt alles gut. Nimmst in der Früh ein gutes Frühstück ein. Gehst dann zur Arbeit oder in die Schule oder sonst wohin, triffst lauter nette Leute, grüßt schon von der Weiten, kommst in die Arbeit, sogar der Chef macht ein freundliches Gesicht. Mit den Arbeitskollegen kommst du gut aus, es läuft richtig gut, du surfst förmlich auf einem Flow durch den Tag. Es geht dir einfach richtig gut. Der Tag vergeht wie im Fluge. Dir gelingt alles super. Und am Abend gehst du nach Hause, magst du irgendwas im Haus, guckst was Gutes, sitzt du vielleicht mit deinem Partner zusammen, magst ein gutes Gespräch. Und am Abend, wenn du dann im Bett liegst, denkst du, wieso habe ich nicht jeden Tag so einen wunderbaren guten Tag? Ich bin der Meinung, dass jeder Tag dein bester Tag sein kann. Möglicherweise musst du ein bisschen üben und vielleicht brauchst du Hilfe von außen, eventuell von mir. Aber es kann funktionieren. Warum glaube ich, dass ich der Richtige bin für diesen Workshop? Ich bin ganz einfach der Meinung, dass man jeden Tag sich Impulse holen soll. Auch Impulse von außen. Es ist doch nicht verboten, dass es einem gut geht, dass jeder Tag dein bester Tag ist. Und ich finde, dass man da auch Hilfe in Anspruch nehmen kann. Ich habe mir ganz einfach aus vielen Methoden einen Workshop zusammengebastelt, wo sehr viele kleine Impulse sind, die man in den Alltag mitnehmen kann. Wichtig ist es nämlich, das Thema gutes Gefühl in den Alltag zu integrieren. Man wird ständig von außen bombardiert mit irgendwelchen negativen Sachen und diese gilt es abzublocken. Alles, was aus der Vergangenheit ist, diese ganzen Programme, die in der Kindheit schon programmiert wurden, starten mehrere hundert Mal am Tag. Und diese Programme gilt es wahrzunehmen. Es ist wieder ganz wichtig, dass man sich einfach wieder selbst spürt, dass man wahrnimmt, dass man sieht, wo passiert was in meinem Körper. Dass man einfach vom Kopf in den Körper wieder hineingeht und diese Impulse wahrnimmt. Es gibt positive Impulse, es gibt aber auch genauso viele negative Impulse. Und wenn man die nicht wahrnimmt und wenn man die nicht neutralisieren kann, addieren sie die über den ganzen Tag und am Abend weiß man nicht, warum es einem schlecht geht.